Das größte Problem für den Bauernverband Anhalt e.V. im Jahr 2013 war zweifelsohne das Juni-Hochwasser. Dazu kamen die unbeständigen Wetterbedingungen über das ganze Jahr hinweg. Der nasskalte Frühling, dann hatten durch das Juni-Hochwasser viele landwirtschaftliche Betriebe mit Einbußen zu kämpfen. Der kurze heiße Sommer brachte da wenig Entspannung, dazu kam der wechselhafte Herbst und dann blieb der Winter einfach aus. Alles in allem erzielten die Flächen, welche nicht vom Hochwasser betroffen waren, wider Erwarten gute Erträge, sodass das wirtschaftliche Ergebnis nicht so schlecht ausfiel wie befürchtet. Auch 2014 werden Herausforderungen zu meistern sein. In 2014 haben wir natürlich viele Aufgaben vor. Wir wissen, dass wir die Beihilfen der EU werden neu geregelt. Wir kriegen also neue Beitragszahlungen und neue Maßstäbe dazu. Darum geht es, sie noch zu verhandeln und für die Landwirte auch noch zu verbessern. Dann haben wir eine neue Bundesregierung, wo ja auch auf der Fahne steht, zum Beispiel das Erneuerbare Energiengesetz, wo in der Kritik steht, dass zu viele Biogasanlagen beispielsweise im Land stehen. Hier geht es um Korrekturen. Aber wichtig ist, dass für die Betriebe, die investiert haben, auch diese Regelung 20 Jahre festgeschrieben ist, so wie es im Vertrag vereinbart ist und man daran nicht rütteln kann. Denn wir müssen verlässliche Standards haben, sonst kann man als Unternehmer auch nicht investieren. Von daher ist es schon wichtig, bestehende Anlagen haben Bestandsschutz. Und darüber hinaus, für neue Anlagen müssen wir überlegen, wie wir, wenn wir erneuerbare Energien haben wollen, wie wir das gestalten. Der Bauernverband setzt sich vor allem auf politischer Ebene für die Landwirte ein. Das Engagement reicht dabei von den Kreisverbänden bis zur Bundesebene. Für die Zukunft haben die Bauern eigentlich bescheidene Wünsche. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir natürlich immer passendes Wetter haben und vor allen Dingen politische stabile Verhältnisse, dass wir kalkulatorische Zahlen haben, womit wir als Unternehmer auch arbeiten können, damit wir investieren und auch weiterhin gesunde und ordentliche Lebensmittel produzieren können. Alle landwirtschaftlichen Betriebe der Region werden vom Bauernverband Anhalt e.V. angesprochen. Ganz nach dem Motto, gemeinsam ist man stark. Es ist ja für die Landwirte so, dass wir vieles, was wir heute politisch erledigen, für alle Landwirte gilt. Aber es sind noch nicht alle Landwirte Mitglied in unserem Verband. Und so hoffen wir, dass wir mehr Mitglieder für unseren Verband gewinnen, damit wir die Kosten, die wir haben, auch in der öffentlichen Meinungsbildung oder ich sage mal auch für Werbung, dass wir sie auch bezahlen können. Und dafür brauchen wir möglichst viele Mitglieder in unserem Verband, die uns mit unterstützen und unsere Aufgaben mitteilen. Doch wurde beim Bauernverband nicht nur Bilanz gezogen und ein Ausblick auf das Jahr 2014 geworfen. Auch der neue Vorstand wurde gewählt und Feuerborn kann sich nun über eine weitere Amtsperiode als Vorstandsvorsitzender des Bauernverbandes Anhalt e.V. freuen.